Roman Haller ist sich nicht sicher, an welchem Tag er geboren wurde. Irgendwann zwischen dem 7. und 9. Mai 1944 in einem Bunker in einem Wald. Seine Mutter war schwanger, als sie und 11 andere jüdische Menschen von der polnischen Haushälterin einer Nazifamilie in deren Keller versteckt wurden, bevor sie in einen Bunker verlegt wurden, als der Keller zu gefährlich wurde. Haller ist heute 77 Jahre alt und lebt in München. Er ist einer von 100 Holocaust-Überlebenden, die ihre Stimme in einem Gedenkvideo vereint haben, um die Menschen aufzufordern, die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs nicht zu vergessen. Die Erinnerung ist insofern wichtig, damit das, was passiert ist, sich nicht noch einmal wiederholen kann. Never again, wie wir sagen. Und insofern ist es wichtig, dass man zumindest einmal im Jahr daran denkt, was passiert ist und wie das entstanden ist. Heute sei es wichtig, dass die Menschen nach fast 80 Jahren in Frieden nicht wieder alles aus den Fugen geraten lassen. Und gerade in diesen Tagen sehen wir, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass wir in Frieden leben. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir daran erinnern, wie so etwas entstehen kann, durch Hass, durch Ignoranz, durch Wegschauen. Haller hofft, dass die Menschen auch die Gefahr des zunehmenden Antisemitismus in Deutschland erkennen. Er nehme zu, und das sei absolut gefährlich. 6 Millionen Juden wurden im Holocaust ermordet.